Here comes the monkey. Hier kommt der Monkey. Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Session Minecraft Ultra Hardcore. Ja, schrecklich sowas. Warum bist du aus? Habe ich dich ausgemacht? Oh, hat nur einen Restart gebraucht. Alles fein. Oh, wir haben schon ein bisschen was drin. Das kommt doch davon, dass wir hier in letzter Zeit ein bisschen Sugarcanes umgeballert haben. Liebe Menschen, Tiere und Doktoren. Ich habe gestern ein Video rausgebracht, sozusagen als Filler, weil wir ja keine größere Aufnahmesession hatten. Und habe im Nachhinein auf Twitter noch gepostet, dass ich darüber heute nochmal reden werde. Ich tue das hiermit jetzt offiziell. Wir reden gerade über dieses Thema. Über das, was ich reden möchte, ist eine relativ einfache Geschichte. Und zwar hat vor einiger Zeit auch schon mal Ultralativ ein Video dazu gebracht, die Bestätigungskultur auf YouTube. Und wir hatten gestern einen sehr, sehr schönen Teil, wo das sehr, sehr schön dargestellt wurde. So ein bisschen als kleines Experiment mit euch. Ich möchte von vornherein sagen, es ist sicher nichts falsch daran, wenn man mit mir einer Meinung ist. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die mit mir einer Meinung sind in dieser Hinsicht. Aber so wie ich gestern theoretisch über Situationen gesprochen habe und über manche YouTuber gesprochen habe, so sollte man eigentlich nicht über jemand anderen sprechen. Und ich nehme in diesem Fall zu 100% abgegrieft aus. Abgegrieft ist Abschaum. Entschuldigung. Ich kann beim besten Willen, auch wenn ich produktiv und konstruktiv sein möchte, in dem Fall eher nur konstruktiv, kann ich nicht dran sitzen und sagen, glaube, abgegrieft, da hatte bestimmt noch seine positiven Aspekte. Junge, falls das irgendwann mal zur Sprache kommt, verweise gerne auf diese Stelle. Du ziehst Kinder ab. Das ist nicht okay. Und das ist schlicht und ergreifend moralisch nicht nur verwerflich, sondern sollte dich grundsätzlich disqualifizieren, irgendwelche Leute in Beeinflussung zu setzen. Und was anderes sind YouTuber nicht. YouTuber sind Influencer, blöd gesagt, auch wenn die Leute den Namen nicht mögen. Und es ist für mich ein absolutes Unding, dass Leute meinen, ja, aber nur, der hat ja auch seine Daseinsberechtigung, der macht ja nur seinen Content. Nein, das ist er ist der Einzige, den ich da in der Hinsicht komplett ausnehme. Gegenüber dir werde ich mich super gerne respektlos verhalten und auch unkonstruktiv äußern, denn an deinen Sachen, die du tust, ist auch nichts, ist auch nichts Konstruktives dran. Aber zum Beispiel gegenüber Herrn Newstime und sowas, ohne viele Belege und sowas zu hetzen, das ist nicht unbedingt immer der beste Ton. Es ist ein Ton, der relativ schnell zu Aufrufen führt, das ist wohl keine Frage, aber es ist nicht der beste Ton. Und deswegen dachte ich mir, ich sage mal ganz kurz nochmal vorher Bescheid, auch wenn ihr mir geschrieben habt, hey, okay, ich verstehe das, ein paar Leute haben davon geredet, super belegte Meinung, und das haben sie nicht ironisch gemeint. Da war kein einziger Beleg dabei, Menschen. Ich habe das einfach nur gesagt, und etwas einfach nur zu sagen, ist nicht Sinn der Sache. Das ist genau das Gegenteil von etwas belegt haben. Einfach nur eine Behauptung aufstellen. Deswegen, aber wie gesagt, der Teil, Kommentarkultur bzw. die Bestätigungskultur auf YouTube, kurz angesprochen. Ich entschuldige mich dafür für die Leute, die sich da gestern von abschrecken lassen hatten, denn es war schlicht und ergreifend sehr unkonstruktiv gehalten. Das ist unschön gewesen. So, wir haben hier jetzt gerade zwei Chicken gebreedet. Da ist das nächste Chickilein. Und da bekommen wir auch hier unseren netten kleinen Teil. So, jetzt machen wir das gleiche bei euch auch noch, ne? Ihr dürft euch auch noch vermehren. Du und du und du und du. Und du 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 und du. So, theoretisch dürften jetzt keine mehr von euch. Kannst du noch und du? Ja, okay, ihr könnt auch noch. Sehr schön. Wir lassen hier jetzt gerade mal die ganzen wieder zusammen miteinander schnackseln. Gut, das war mal so das Thema, was ich gerade ansprechen wollte. Nur ganz kurz mal gesagt, das war gestern sehr unproduktiv gehalten und sehr unkonstruktiv gehalten. Da tut mir wie gesagt leid. Upsala. Können wir hier nicht dranklicken an das nette kleine Chicken? Nee, können wir nicht. Gut, was wir jetzt machen werden, sind Chicken töten. Und wir müssen dabei springen, sonst haben wir ein kleines Problem mit der Sweeping Edge Animation von unserem Gedöns, das wir hier benutzen, von unserem Schwert. Das Problem haben wir, genau. Das sollte nicht passieren und deswegen, obwohl eigentlich ist es gerade relativ egal. Ich wollte halt gerne die Chickens, die Babys, noch einmal auswachsen lassen vorher, bevor ich sie dann schlachte. Ab sofort werden wir die komplett in dieser Einheit hier halten. Wir werden erstmal eine größere Anzahl an Chicken-Eggs farmen und sie im Nachhinein dann noch weiter breeden, ein bisschen größer bauen, eventuell auch irgendwann automatisch einen Chicken-Breeder
bauen, der uns eben automatisch die Federn besorgt. Gerade eben die Viecher getötet haben wir für Federn, damit wir da wieder ein bisschen was auf Vorrat haben. So, ein paar Eicheln können wir da auch reintun. So, super Sache. Ich habe so übrigens auch wieder ein bisschen das Gefühl, dass ein paar Leute dabei sind, die mich wieder trollen wollen, weil mir hat neulich jemand, was heißt neulich? Mir hat gestern jemand in die Kommentare geschrieben, Katze, du kannst auch eine Dia-Pickaxe mit Diamanten oder einer anderen Dia-Pickaxe referieren. Und da denke ich mir so, what? Das ist völlig neu für mich. Ich spiele Minecraft erst seit der Alpha. Das ist eine Änderung, die ist in der Beta irgendwann hinzugekommen, so gefühlt. Der Amboss ist irgendwann so in der Beta-Zeit hinzugekommen in meinem Kopf. Ich finde das super, dass ihr mich darauf hinweist. Ich weiß, viele Kommentare sind gut gemeint, aber sprecht mir dann doch nicht jegliche Kompetenz in allen Dingen ab. Das ist ein bisschen herzlos. Ich bin mir dessen im Klaren, ja. Leute, wir können unsere Pickaxe reparieren. Und ich habe auch gestern eine Kleinigkeit dazu gesagt. Genau, ich wollte das da vorne reinschmeißen. Gut, okay, also, wir haben jetzt hier mal gerade ganz kurz die Sachen abgearbeitet, die ich abarbeiten wollte. Wir wollen immer noch eine größere Scheune bauen und sowas. Aber dafür brauchen wir erst einmal die größere Scheune allgemein gebaut und dafür brauchen wir ein größeres Bauprojekt. Und gerade bin ich doch eher so ein bisschen auf Tool-Laune, wenn ich das so sagen darf. Also ich habe irgendwie großes Interesse daran, dass wir uns unsere Pickaxe zum Beispiel verbessern. Und da wir in Efficiency 4 Verzauberung, vier Verzauberungsteile als nächstes haben, würde sich das eigentlich schon ziemlich gut anbieten, wenn ich ehrlich bin, dass wir das auch benutzen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ja, wir haben unten einen Blaze-Spawner. Der Blaze-Spawner ist nicht so geil. Also wir haben einen Blaze-Spawner direkt im Nether. Der Blaze-Spawner ist für uns eventuell nicht so geil, weil das zu einigen Problemen führen kann. Aber wir haben außerhalb des Blaze-Spawners auch noch eine andere Sache, Leute. Wir sind in dem sagenhaften Besitz eines Cave-Spider-Spawners unter uns. Und ich dachte mir, vielleicht setzen wir uns heute mal hin und schauen mal unten, ob wir diesen Cave-Spider-Spawner irgendwie identifizieren können und ihn dann dort einbauen können. Damit das Ganze funktioniert, brauchen wir ein paar Baublöcke. Und da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal ein bisschen was an. Polish Dirate nehmen wir nicht mehr. Das brauchen wir für ein anderes Bauwerk, das ich übrigens nicht vergessen habe. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. 3, 4 Cobblestone-Stacks. 3, 4 davon. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz nach unten. Hui! Runter gehen. So. Müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zur Seite gehen. Und jetzt. Hier unten ist der Mineshaft. Bedeutet erstmal, sollten wir uns vielleicht einen Weg überlegen, wie wir das hier in Zukunft als Mineshaft dran stehen lassen. Im gleichen Moment haben wir auch das Problem, wenn wir das umbauen wollen, würden wir gerade unsere Pickaxe wieder verbrauchen. Ich muss mich jetzt für irgendeine Richtung entscheiden. Ich sage, hinter der Treppe hier lang ist der richtige Weg. Und schaue mir jetzt ganz genau an, wie ich gerade laufe, damit ich potenziell zu dieser Stelle komme. Und damit ich das eben nicht falsch mache, wie wir das jetzt gerade denken sollten, dass ich das eventuell hier falsch machen könnte, baue ich einfach die anderen Eingänge dazu kurzerhand mit Cobblestone weg. So, damit wir nur diesen einen Eingang haben können für die... Genau, da ist jetzt nichts anderes mehr möglich. Da oben können wir auch zumachen, das würde mich wahrscheinlich sonst irgendwann irritieren. Hier können wir auch wieder so zumachen. Das muss ja nicht komplett zu sein, es muss nur so zu sein, dass wir es nicht verwechseln. Ebenfalls hier einmal zu. Hier können wir momentan nicht weitergehen, das bedeutet auch hier ist für uns zu. Hier wiederum ist ein Weg zum Weitergehen. Der führt ins Nix. Okay, dann ist das kein Weg zum Weitergehen. Dann müssen wir hier geradeaus und müssen hier mal gucken, wo wir lang gehen. Ich glaube, hier ist ein guter Weg. Das war knapp. Zack, 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 zack. So. Hier lang. Hier ist ein Zomberino. Hallo, Zomberino. Wie geht es dir? Zomberino ist hier. Da geht's nicht weiter. Müssen wir theoretisch hier lang. Hier vorne ist ein Minecart. Chest Minecart, um genau zu sein. So. Mal ganz kurz hier zumachen. So, so, so. Und jetzt müssen wir kurz sprinten. Dadurch kriegen wir hier unten einfach die schöne Animation, wo wir uns nicht die ganze Zeit Sorgen machen müssen, dass irgendwas schief läuft. So. Hier war unser letzter Cobblestone, das bedeutet, wir müssen jetzt mal ganz kurz hier gucken. Für das ganz kurz. Hier ist nichts weitergehend. Hier geht es momentan auch noch nicht weiter für uns. Hier ist noch Zeug drin. Nametag zum Beispiel auch. Wir müssen immer noch Hundi benennen. Dürfen wir nicht vergessen.
So, hier geht's nicht weiter. Das bedeutet, wir machen hier oben einfach mal das dazu. Und schmeißen hier das hin. So, dann hauen wir hier mal ganz kurz mit dem Schwert, Entschuldigung, einmal so drauf. Und können den Moment dafür nutzen, dass wir dann theoretisch hier einfach mal eine Chest hinstellen können. Oh, mach das bitte niemals, so wie ich es gerade gemacht habe. Ich habe halt einfach, weil ich ein richtiges Brain bin, gerade mein Schwert aus der Hand genommen. So. Das bedeutet, der Weg hier, ebenfalls nicht wichtig. Hier geht's lang. Hallo, hier ist eine Spinni. So. Auch sehr schön. So und so. Mal kurz vollfuttern. Einfach nur, damit wir nicht in Zukunft irgendwann Probleme mit Sprinten bekommen. Hier in der Richtung, schau da schon, geht's nicht besonders gut weiter. Wir können mal hier ganz kurz in die Ecken schauen. Hier sieht nicht so aus, als würde es hier weitergehen. Das bedeutet, auch hier unten immer noch kein Durchgang. You shall not pass. Yo, auch hier vorne sieht so ein bisschen danach aus, als würde es nicht weitergehen. Wir leuchten trotzdem weiter aus. Desto mehr wir ausgeleuchtet haben, desto eher ist der Mobspawn auf anderen Ebenen für uns möglich. Lasst uns da mal ganz kurz hochgucken. Wo kommen wir hier hin? Ganz kurz um die Ecke gucken. Hier sind Spiderwebs. Da ist noch ein Minecart. Okay. Hier vorne müsste irgendwo die Quelle sein. Genau, da ist die Quelle. Können wir mal ganz kurz hier noch ein bisschen ausleuchten. Da ist ein Spawner. Also hier haben wir zu unserem Spawner gefunden. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Was ist das denn? Warum ist die Spinne da unsichtbar? Leute, die Spinne ist unsichtbar. Du bist halt unsichtbar. Bist du eine kleine oder eine große Spinni? Ein Spinnenauge verloren, okay. Ich kann mich nicht dran erinnern, ob das jetzt eine kleine oder eine große sein soll. Unsichtbare Spinni? War das eine Cave Spider? Waren Cave Spiders in der Lage, sich unsichtbar zu machen mittlerweile? Ach, sag mir bitte nicht, hier ist noch einer, oder? Nee, keiner. Okay, also wir haben hier einen Weg gefunden, auf jeden Fall zu einem Cave Spider Spawner. Der ist hier direkt vor uns. Das bedeutet, das ist der Teil, den wir momentan ausmachen müssen für uns. Dass das der Weg ist, den wir theoretisch in Zukunft benutzen wollen. So, müssen wir hier theoretisch irgendwann noch ausgeleuchtet weitermachen. Um da hinzukommen, mussten wir. Der Teil ist irrelevant. Der kann zu sein. Der Teil ist irrelevant. Der kann zu sein. War hier irgendwo. Nee, das Ding ist ja komplett irrelevant. What the hell? Warum dachte ich, hier wäre irgendwas Wichtiges? Was Doofes. So. Hier lang. Von hier kam ich, oder? Hallo? Was ist da vorne? Ach, da ist nix. Bin ich hier lang gekommen? Ich habe das Gefühl, ich war nicht hier lang gekommen. Ach, du willst mich verarschen? Ich bin jetzt, ich habe genau die falsche Richtung abgesperrt. Von hier kam ich, okay. Auch gut zu wissen. Wusste ich jetzt gerade nicht mehr akut. Das ist ja... Hallo, Mr. Zombie. Das ist der doofste Moment, wo man einen Mob treffen kann. Weil wenn das ein Creeper ist, ist man meistens gesprengt. Das bedeutet, wir sollten uns eventuell wirklich mal überlegen, ein Schild in unsere Pfote zu nehmen gerade. So, wir laufen direkt auf den Cave Spider Spawner zu. Guten Tag, Sir. Hier vorne geht's auch noch weiter, das ist okay. Ah, da ist ein Cave Spider. Au. Nase kratzen. Nicht gut, wenn man gegen Mobs kämpft. Oh, hier sind so viele Zombies. Ich bin mir fast sicher, dass wir theoretisch einen Zombie-Spawner da haben noch. Wäre natürlich Deluxe, wenn wir hier einen Zombie-Spawner hätten. Hallo, kleines Skelett. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Keine Panik. Wir sind hier auf der anderen Seite der Wand. So, einfach um Nummer sicher gehen. So, zack. Neuer Schild. So. Haben wir sonst gerade noch irgendwas, was wir hier aus der Truhe brauchen? Nee. Abbauen von unserer Ender-Chest. Die kann wieder nach oben. So, und die Reise geht weiter. Natürlich habe ich mein Schild wieder bis zum letzten Moment benutzt. Okay. Eigentlich wollte ich den linken zuerst schlagen, kleiner Goldzombie.
So, lass uns mal. Das ist. Wer legt mir giftige Gegenstände auf meinen. Alter. Schlaf ist Shepard. Das ist ja unglaublich. So, wir leuchten hier mal ein wenig aus und sind dabei noch richtig fein. So, hier vorne ist ein Skelett. Oh, ich hab geblockt, du Doofi. So, noch ganz kurz hier oben. Ausleuchten. Ausleuchten ist immer fein. Also es gibt nie sowas wie zu viel Ausleuchten eigentlich. Außer natürlich, man möchte Mobspawn erzeugen, dann gibt es zu viel Ausleuchten, aber das ist, glaube ich, eine logische Geschichte, dass es dann gibt. What the hell? Fein. So, und wir sind schon am Ende der Folge angekommen, sehe ich jetzt gerade. Ich leuchte trotzdem mal noch selbstbewusst weiter aus. Da unten ist der Creeper. Da oben ist noch ein Creeper. Ah, da bin ich kurz hängen geblieben und der Hängenbleiber gerade eben, also der kurze Hänger, den ich hatte, der hat uns am Ende des Tages fast ein Problem gebracht. So, Schilde sind was Tolles, Leute. So, wir müssen wieder zurückfinden, dorthin, wo wir gerade waren. Und ich würde fast... Das ist nicht der Ort, oder? Doch, da unten ist Cobblestone. Nicht daher? Nein. Okay, hoch, 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 hoch. Jetzt. Ich wollte eigentlich nochmal zurück in die Mine finden. Ich habe natürlich jetzt meine Orientierung komplett über den Jordan geschickt. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da ist die Mine. Hallo Mine, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Ah, gute Mine. Gute Mine, gute Mine. So. Hey, da haben wir noch ein... Hey, das ist ja praktisch. Ein bisschen Brot dabei haben ist auch nicht schlecht. Gut, den Großteil davon braucht man theoretisch nicht, aber vieles davon lässt sich auch stacken. So. Och, ich will eigentlich keine XXL-Folge machen, Menschen. Wir machen jetzt an der Stelle mal Feierabend, würde ich sagen. Leute, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal ciao.